making a Christmas man. Let's go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a choir perform and all the Christmas songs that we love. Yeah, all the Christmas songs that we love. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. Ooh. Making plans of what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. Cause God knows that I've been longing for ya. I just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. Hallo meine Lieben, ihr werdet jetzt wahrscheinlich 24 Mal den gleichen Morgen sehen. Wir starten immer total gemütlich in den Morgen, packen Adventskalender aus, spielen eine Runde im Wohnzimmer. Dann frühstücken wir extrem spät und erst nach dem Frühstück geht's dann los. Ich bin auch immer noch nicht gerichtet, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ich muss jetzt aber erst ins Büro, weil ich ja gestern die Spendenaktion gemacht habe und muss jetzt unbedingt alle Zahlungen kontrollieren und dann den Verkäufern, die Käufer schicken. Wenn es um Geld geht, da möchte ich das sofort loshaben, dass sich einfach der, wo bezahlt hat, auch seine Ware erhält. Da kümmere ich mich jetzt schnell drum. André hat unten die Kinder und wenn ich das gemacht habe mit der Spendenaktion, dann geht es so richtig los. Wir machen noch eine Kürbissuppe, wir chillen zu Hause, wir zeigen euch ein paar Dinge, wir sprechen ein bisschen und ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Bis gleich. Ihr Lieben, ich könnte da jetzt noch Stunden weitermachen mit der Spendenaktion im Büro. Aber das mache ich dann später. Jetzt gehe ich mal wieder zu meiner süßen Familie. Der Papa fährt gerade mit der Liana Fahrrad, weil irgendwie das Fahrradfahren haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Das Fahrrad steht halt immer draußen und jetzt fahren sie hier schon eine ganze Weile im Wohnzimmer und die Liana macht das so toll. Jetzt können wir bald die Stützräder wegmachen. Also dadurch, dass sie halt noch nicht oft gefahren ist, haben wir die Stützräder noch dran, weil sie irgendwie immer lieber Roller fahren wollte. Und jetzt fängt aber, glaube ich, an, dass sie sich interessiert für das Fahrrad. Und jetzt fährt die schon so gut, können wir bald die Stützräder abmachen. Jetzt zeigen wir euch das gleich mal, wie Liana und Papa das geübt haben. Total schön. Und wir müssen noch ein paar Kugeln aufhängen an den Baum. Wir haben ein Band aufgehangen, aber es ist viel zu kurz und sieht nicht gut aus. Also Baumdekorateurin werde ich dieses Leben nicht mehr. Ich habe da irgendwie kein Händchen dafür. Also, warum kann man eigentlich nicht Bäume komplett geschmückt kaufen? Wäre das eine Geschäftsidee? So komplett fertig geschmückte Bäume. Gibt es das nicht? Ja, Moment, ich zeig's im Vlog. Warte. Die kleine Katze und eine kleine Puppe. Wow, die hast du alle dabei? Ja. Na, dann bin ich gespannt, wie du jetzt fährst. Schaut sie euch an. Und das Fahrrad war übrigens ein absoluter Fehlkauf. Das ist total schwierig zu fahren. Das geht so schwer. Das ist so ein schweres Fahrrad. Aber Liana, uhu, super machst du das. Aber das Fahrrad an sich ist jetzt nicht so cool. Oh, hast du gerade selber gebremst? Die Liana hat nämlich eine Rücktrittbremse hier.
Sehr gut. Müsst ihr auch mal klingeln, Ben? Schau mal, wie er da lacht. Die Liana zeigt dir, wie es geht. Schau mal. Batz, batz, batz. So toll kannst du Fahrrad fahren, mein Schatz. Aber schnell. Okay. Willst du weiterfahren? Okay. Oh nein, wir holen dich nicht ein, aber wir gehen mit dir, okay? Fahren wir nach Miami? Ja. Okay, komm, wir fahren nach Miami in den Urlaub, an den Strand. Liane, in letzter Zeit so viele Schnuller und ich suche die immer in den Notsituationen. Kennt ihr das, wenn das Baby schon weint und ihr braucht unbedingt einen Schnuller? Also wenn ihr Schnullerbabys habt. Deswegen habe ich jetzt nachbestellt und werde 2 Nachtschnuller wieder an die Hasis machen. Die haben wir benutzt. Super gemacht, mein Schatz. Sehr gut. Die haben wir benutzt, als der Ben ganz, ganz klein war, um vor ihn zu legen, dass der Schnuller nicht rausfällt. Mittlerweile kann er sich ja den Schnuller selber greifen. Aber dass diese Schnullis immer im Bett bleiben an den Nachthasis, mache ich jetzt 2. Wir haben ja 2 Hasis. Ein Hasi hängt schon an Ben. Und die kommen dann ins Bett und bleiben im Bett, dass wir im Bett immer Schnuller haben. Und die, wo wir... Alle geschnauft. Sehr gut. Die, wo wir tagsüber benutzen, ja, auf die muss ich irgendwie besser aufpassen. Da spielt gerade, dass hier unten Miami ist. Hier ist das Meer und da ist die Luftmatratze und der Ball und sie hat ganz viele Freunde dabei. Willst du mal zeigen? Wen hast du dabei? Die Katze. Fauli. Aber die darf nicht. Warte, ich gehe mal runter zu Liana. Mama rutscht auch mal eine Runde. Achtung. Die darf aber nicht da ins Wasser. Die darf nicht ins Wasser, das ist gefährlich. Ah, deswegen muss sie hinter dem Zaun bleiben. Okay, nicht allein ins Wasser, Katzi. Und oh, was ist denn mit dem passiert? Da, dass die auch nicht raus können. Ah, dass er nicht ins Wasser kann. Oh, oh, Benchen. Ben krabbelt jetzt übrigens alleine die Holzrutsche hoch. Und jetzt müssen wir hier... Wow! Aber alleine rutschen traut er sich noch nicht ganz, beziehungsweise ich traue ihm noch nicht ganz zu, weil er manchmal so mit einem Bein rutscht oder rückwärts. Da hat die Mami noch ein bisschen Angst. Und der Ben steht jetzt. Der steht jetzt die ganze Zeit auf. Auf die Spülmaschine stand er heute, ne? Da habe ich die Spülmaschine offen gehabt, habe mich 2 Minuten zum Kühlschrank umgedreht und schon stand er auf der Spülmaschine. Und er steht jetzt mehrere Sekunden freihändig, also bestimmt so 20 Sekunden ohne Hilfe. Ja, ja, dieser kleine Schnelle hier. 10 Monate und meint irgendwie, er muss bald den New York Marathon mitlaufen. Ja, erzählst du was? Oh nein, sie sind rausgekommen. Schnell, Zuma, du musst sie retten. Sie sind im Meer. Schnell, mit deinem Schwimmring. Ja, rette sie. Oh nein, das Baby ist im Meer. Schnell. Ihr Lieben, wir packen gerade das Päckchen für Luis. Vielleicht erinnert ihr euch, Liana hat mit Luis, einem Sohn einer Zuschauerin, die Paw Patrols getauscht. Und jetzt machen wir gerade das Päckchen für ihn, weil die uns ja auch so ein schönes Päckchen gemacht haben. Ich habe es gestern im Vlog gezeigt. Liana hat ihm ein Paw Patrol Puzzle ausgesucht. Das da. Und ein Malbuch. Das Fahrzeugmalbuch hat sie noch ausgesucht. Und jetzt verschickt sie ja ihre Paw Patrols. Und ich glaube, einige von euch wissen, wie Liana... Was? Ah, nee. Das muss ich ja noch zeigen. Dann hat sie noch ein Bild gemalt für Luis. Von den Mighty Pops. Und hier steht, hallo Luis, danke für Super Marshall und Rocky. Ich schenke dir Super Everest, Pirat Chase und Marshall, deine Liana. Schön gemalt, oder? Und ihr wisst ja, wie sehr Liana ihre Paw Patrols liebt und was für ein Paw Patrol Fan sie ist. Deswegen können wir jetzt nicht die Paw Patrols einfach in das Päckchen reinschmeißen, sondern Liana hat gesagt, die brauchen ein Bett, weil wir wissen ja nicht, wie lange die in dem Päckchen sind. Stimmt's? Und deswegen hat Liana jetzt ein Bett gebastelt. Ich zeig's euch. Weil das ist das Bett für die Paw Patrols. Da musste ich jetzt einen kleinen Karton finden. Und dann hat Liana gesagt, brauchen sie noch Schlafsäcke, weil die müssen ja schlafen auch unterwegs. Und deswegen haben wir jetzt kleine Babysocken als Schlafsäcke. Und warum jetzt Schokobonbons? Na, weil dann brauchen sie kein kaufen, sondern hier haben wir ein plötzlich. Ah, wenn sie Hunger kriegen unterwegs. Ah, das ist auch eine gute Idee. Also kriegt jeder jetzt noch einen Schokobon. Perfekt. Und dann schicken wir die Paw Patrols auf die Reise zu Luis. Schlaft gut, Paw Patrols. Gut. Kommt gut an. Ja, kommt gut auf die Reise und schlaft gut und isst schön.
Ich kümmere mich jetzt ums Essen und um die Küche. André bespaßt die Kinder im Spielzimmer. Wir machen jetzt nur Restchen. Wir haben noch Pizza von gestern, die mache ich warm. Dann taue ich eine Kinderkürbissuppe auf, ohne Salz. Da kann nämlich dann auch der Ben mitessen. Und André möchte Pilmeni, das sind so russische Tortellini, würde ich jetzt behaupten. Das mache ich jetzt mal. Papi ist schon los mit mir. Der hat schnell Pilmeni gegessen. Jetzt habe ich hier Kürbissuppe für die Kinder. Für Lianchen mit Kräuter und Schmand, für Ben ohne alles, aber Ben hat irgendwie keine so... Ah, doch, jetzt nimmt er den Löffel. Sehr gut. Und dann habe ich die Pizza von gestern gewärmt. Einmal Spinat, einmal Ricotta-Paprika. Aber und das Mama, ist eine Pizza. Die war doch zu. Genau, die hast du nicht. Du hast die vom Döner. Schau, die da. Okay. Du hast die andere und ich esse die teigige. Okay. Meine Lieben, wir waren auf dem Markt und schnell bei der Post. Wir haben Oliven mitgenommen, einmal grüne ohne Knoblauch für die Kinder. Und dann habe ich diverse Sachen mitgenommen, wieder wie immer Schafskäse, getrocknete Tomaten, Oliven, Peperoni, ja so ein bisschen Antipasti. Und für André noch eine Wurst und Käse von so einem anderen Stand. So, meine Lieben, Benjen und Mama sind jetzt noch schnell in den Rewe gefahren. Wir werden jetzt noch ein paar Nikolaus-Überraschungen kaufen. Wir sind zurück aus dem Rewe. Ich werde euch gleich alles zeigen, was wir eingekauft haben. Liana und Papa chillen hier auf der Couch und schauen Mighty Pops oder Paw Patrol? Mighty Pops. Und ich habe der Liana wieder Pudding-Eier mitgebracht. Es fehlt uns ja noch Super Chase. Und ich hoffe, ich habe die richtigen gegriffen. Wir haben 3 Pudding-Eier und hoffen jetzt auf Super Chase. Okay, das erste war ein Fail, aber jetzt haben wir ihn! Im zweiten Ei war er drin, oh Gott sei Dank. Super Chase! Jetzt haben wir sie alle. Ah, wo wir die ersten gerade aufgemacht haben, haben wir gedacht, oh nein, das sind wieder alles die gleichen. Aber er ist dabei! Hi Chase! Jetzt haben wir noch einen. Ben, Super Chase! Wir haben ihn! Wuff, wuff! Mama. Zeig mal den Ben. Wow, wow, genau. Jeder darf einmal raten. Was ist im dritten Becher? Was denkst du? Irgendjemand. Irgendjemand. Papa, was denkst du? Marshall. Ich denke Rebel. Mhm. Everest! Das gibt's ja nicht! Wir haben immer Everest. Die 5. oder? Aber Gott sei Dank war Chase dabei. Den wollten wir unbedingt. Gott sei Dank haben wir Super Chase gefunden. Jetzt hat sie alle und jetzt ist sie happy. Ich zeige euch mal, was ich noch so mitgenommen habe. Erst die Dinge, die ich euch hier zeigen kann. Die normalen Sachen, die ich euch hier zeigen kann. Ich bin ja eigentlich nur wegen dem Nikolaus losgefahren, habe aber noch so ein paar Sachen mitgenommen. Einmal Almigurt, zweimal Almigurt Schokolade. Ich liebe dieses Joghurt. Ich mag das so gerne. Und eine kleine Orangina. Und weil André gerade alkoholfrei lebt, er macht gerade einen Bierpause, habe ich ihm Erfrischungsgetränke mitgebracht, hat er sich so gewünscht, dass er einfach ja ein bisschen was hat. Und zwar gibt es von Paulana ein Spezi, also das ist wirklich nur Spezi, soll super lecker schmecken, habe ich mal mitgebracht. Und Grapefruit alkoholfrei von Carlsberg, kennen wir noch gar nicht, habe ich gedacht, probieren wir mal aus. Und dann auch für den Nikolaus, aber auch einfach so, ne, für morgen früh oder auch je nachdem, wie lange wir brauchen, das aufzuessen, Orangen und Mandarinen. Also meine Lieben, weil ich ja schon im Adventskalender was Schönes gekauft habe für Nikolaus, Liantin bekommt ja ein Toni, habe ich jetzt hier eigentlich nur Süßigkeiten gekauft. Ich werde noch Mandarinen und Nüsse dazulegen in den Stiefel. Ich habe diese Pets-Dinger gefunden, die liebt Liana, ja, diese Pets-Brause und die gab es mit Paw Patrol, sie hat ausflippen. Für Liantin habe ich Sky mitgenommen. Und für Ben Rocky, weil Ben ist natürlich jemand, logischerweise Geschwister, der dann immer das haben möchte, was Liana in der Hand hat, der kriegt natürlich noch keine Brause, aber ich habe gedacht, ich mache ihm in sein Stiefelchen den Rocky rein, ohne Brause, dass er halt auch was hat zum Spielen. Und die Brause mache ich dann bei Lianchen dazu. Dann habe ich noch Nachfüllbrause mitgenommen. Dann habe ich hier so ein kleines Häuschen mitgenommen von Kinder. Da ist ein Überraschungsei drin, eine Figur und ein Kinderriegel. Ein großes Ei und dann habe ich mal noch die 4 Puddingbecher mitgenommen, weil ich ja nicht wusste, ob wir Super Chase finden. Da werde ich auch noch 1 oder 2 in das Stiefelchen packen. Und die 2 Sachen habe ich für Andres Schuh, den möchte ich auch einen machen. Das sind seine Lieblings-Lind
Pralinen, sind das Pralinen? Also diese runden einfach nur mit Milch, Vollmilch. Und von Milka Daim. Daim mag er auch sehr gerne. Da werde ich ihn auch ein kleines Stiefelchen machen mit Mandarinen, Nüssen und Schokolade. Da bin ich jetzt auch erleichtert, dass ich das abgehakt habe. So, jetzt werde ich Küche aufräumen und den Kinderchen einen Grießbrei machen. Und ich denke, wir werden jetzt nichts mehr essen, höchstens noch später auch einen Joghurt oder sowas, weil wir haben ja so spät Mittag gegessen. Dass ich glaube, wir haben Antipasti vom Markt. Vielleicht essen wir da nachher noch ein bisschen was. Aber jetzt muss ich erstmal das Chaos beseitigen. Übrigens lieben die Kinder diese Matte. Liana und Ben waren heute Morgen so happy. Und jetzt sind sie den ganzen Tag schon auf dieser Matte am Spielen. Haben einen warmen Popo, warme Füße. Die ist echt total angenehm. Und sie haben hier vorher schon mit den Paw Patrol Autos auf der Straße gespielt. Also ja. Wow, wow. Genau, Ben. Das ist der Wow, wow. Wo gibt es noch ein rotes Licht? Kamera? Ihr Lieben, hier sind die kleinen Süßen im Bett. Wir machen uns jetzt hier einen gemütlichen Abend. Endlich mal wieder ein bisschen Zweisamkeit, hoffentlich, wenn die Kinder mitspielen. Wir essen jetzt die leckeren Dinge vom Markt. Wir haben hier Antipasti und Käse und so. Schauen Two and a Half Men und machen uns einen schönen Abend. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Vlog auch wieder dabei seid. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, Mates. Ciao.